Hallo, nächster Tag, nächste Tour. Heute möchte ich wieder zu einer Alpe hochfahren. Ich stehe hier oberhalb von Brig und möchte heute zur Bellalpe hochfahren. Die kann man immer gut sehen vom Tal aus. Das werden auch wieder einige Höhenmeter werden, denn das liegt auf ca. 2100 Meter Höhe. Aber das Panorama wird wohl wieder entschädigen. Und viele Dinge wird man sehen können, die vielleicht auch einigen sehr bekannt vorkommen. Vom Namen her zumindest. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei, bei den kommenden Bildern. Da ganz hoch will ich. Ob ich das wohl schaffe? Mal sehen. Schon wieder auf 1200 Meter. Der nächste Ort, größere Ort, ist der Skiort Platten. Der dürfte nicht mehr so weit weg sein. Ach, jetzt schon tolle Aussicht hier. Und überall rauscht das Wasser runter. Man könnte ja schummeln, aber ich doch nicht. Oh, durch den Ort bin ich durch. Ungefähr die Hälfte vom Aufstieg habe ich auch geschafft. Irgendwo wird wohl mal Zeit für eine Pause. Da habe ich aber auf der Landkarte was ganz Besonderes gesehen. Da fahre ich jetzt mal hin. Ich glaube, das ist ein gutes Plätzchen hier am Stausee Gibidem. Das ist der Stausee, das Schmelzwasser des Aletschgletschers auffängt und nutzt zur Stromgewinnung. Und hier ist gerade was los. Hier holt ein Hubschrauber immer Material ab, gerade
Für die Hütten in den Bergen. Das kann ich bestimmt gleich gut filmen. Da kommt er wieder. Er bringt doch wieder was zurück. Ja, Action pur, hier wird was geboten. Da bringt er wohl Müll zurück. Ich hatte mir ein ruhiges Plätzchen hier ausgesucht. Nach der Action kann es auch jetzt weitergehen. Und fast alle Wolken haben sich verzogen. Wahnsinn. Warten Blick. Ja, diese tollen Panoramen, aber man muss sich trotzdem auf die Straße konzentrieren, sonst zieht man gleich Richtung Abgrund. Die Sonne brennt zwar von oben, aber es ist lange nicht so warm wie die letzten Tage. Ist eigentlich relativ angenehm. Und jetzt kann man auch schön sehen, Simplon Passstraße, die neue und die alte. Alles kann man sehr gut erkennen. Man ist schon wieder ganz schön hoch, aber noch nicht am Ende. Bin jetzt auf 1600 Meter. Sind aber noch 500, also noch ein ganzes Stück. Also weiter. Oh, hier sind die letzten Behausungen vor der Bellalp. Jetzt geht's auf Sand weiter. Auf Schotter.
Ich bin jetzt auf 1800 Meter Höhe, geht gut voran und hier kann man auch wieder sehen, was der Winter so angerichtet hat mit seinen Schneemassen und mit den Stürmen. Hier liegt eine jede Menge Bruchholz. Fast 2000 Meter hoch und die ersten Häuser habe ich erreicht. Die kleinen Heuschober hier. Hier kann man auch schön sehen, dass die Wanderwege in der Höhe doch teilweise noch sehr verschüttet sind vom ganzen Schnee. Schon Wahnsinn. Hier kann man das ganze Jahr wohnen. Oh, und das bei diesem Schnee dieses Jahr war bestimmt ein Paradies im Schnee. Zum Skifahren. Hier ist ja schon eine klasse Aussicht, aber da kommt noch eine viel bessere. Das ist er, der Adelsplätscher. Voll am Schmelzen. Schrecklich zu sehen. Ja, tolles Panorama, aber das Haus, das Hotel hat gerade was verdeckt, was man auch noch unbedingt von hier sehen muss.
Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, es ist das Matterhorn. Glasklar, heute keine Wolkenfahne. Wieder so herrlich hier, Mann. Dafür lohnt sich die Trainiererei im Flachland, um das hier zu sehen. Man kann natürlich auch die Bahn nehmen, aber das ist ja für mich nicht das Wahre. Das geschafft zu haben hier hoch, das ist es. Ja, das Matterhorn ist ja sehr gut zu sehen heute. Vielleicht wäre heute der bessere Tag gewesen, um dahin zu fahren. Keine Wolkenfahne dran, aber ich glaube, hier ist es auch nicht schlecht. Weiß Gott nicht. Nach 2 Stunden Aufenthalt hier, nach 2 Stunden genießen, nach 2 Stunden staunen, muss ich wieder los. Was heißt muss? Aber so langsam wird es auch kalt. Also ab geht's wieder nach unten. War mal wieder traumhaft. Hier oben ist es doch immer schön. Dieses Panorama, einzigartig. Schöner Blick auf den Aletschgletscher. Und selbst das Matterhorn war top zu sehen. Echt super. Ja, jetzt geht es ja nur noch abwärts. Die Strecke kennt er ja. Neue Panoramen gibt es da ja auch nicht. Also mache ich den jetzt alleine. Ja, das tolle Wetter bleibt mir leider nicht erhalten. Die nächsten Tage soll es anscheinend sehr gewittrig werden, teils unwetterartig. Mal sehen, was ich denn noch machen kann. Ein paar Tage habe ich ja noch. Schön, dass dieses Training im Flachland mir so geholfen hat. Es lohnt sich ja doch, dass man dann doch mal zum Berglandradler werden kann. Echt toll. Also, ich hoffe, dies hat heute gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.
Thank you.